Manchmal gibt es ganz besondere Begegnungen im Leben, Gespräche, die einen nachhaltig berühren. Mein Austausch mit dem aus Ostwestfalen stammenden Dirigenten Tobias Klamor gehört definitiv dazu. Als jüngster Trompeter ist er mit 22 Jahren, damals noch von Herbert von Karajan, zu den Berliner Philharmonikern geholt worden. Die Berliner Philharmoniker, das Weltklasseorchester, das ist der Traum für jeden Orchestermusiker. Klamor musizierte mit den besten Dirigenten, mit den besten Solisten der ganzen Welt zusammen auf den großen Bühnen. Nach über 20 Jahren bei den Berliner Philharmonikern traf Klamor dann jedoch eine weitreichende Entscheidung, die seinem Leben eine ganz neue Richtung gab. Während so mancher Kollege ihm zu einer Karriere als Solist riet, beendete er seinen Dienst und begab sich auf einen ganz neuen Weg und dies überaus erfolgreich und erfüllend. Schon immer hatte er sich in seiner Freizeit mit soziokulturellen Dingen beschäftigt, auch als Dirigent. Im Jahr 2000 war es für Klamor zu der entscheidenden Begegnung gekommen, als er in Berlin José Antonio Abreu, den Gründer von El Sistema, getroffen hatte. El Sistema ist ein soziokulturelles Projekt, 1975 in Venezuela gegründet, mit dem Ziel, dort Kinder aus benachteiligten Schichten für Musik zu begeistern und die Musik zur seelischen und sozialen Stabilisierung der Kinder einzusetzen. Nun war Abreu mit dem Jugendorchester von El Sistema in Berlin und bat den interessierten Tobias Klamor, zu Probe und Konzert zu kommen. Dieses Konzert sollte Klamor nicht mehr vergessen und bezeichnete es im Nachhinein als Liebe auf den ersten Blick. Er wurde von Abreu nach Venezuela eingeladen und kehrte mit vielen intensiven Eindrücken zurück, bevor es dann dort richtig losging für ihn. Er fand mit El Sistema ein Projekt, bei dem er anfassen konnte. Dieses System betreut im Laufe der Jahre mittlerweile in mehr als 400 Zentren über 800.000 Kinder, die größtenteils aus den untersten sozialen Schichten Venezuelas kommen. Ein atemberaubendes System, das vielen Kindern eine neue Lebensperspektive offenbart. Durch das gemeinsame Musizieren lernen die jungen Leute vielfältig, sie lernen zuzuhören. Es werden Fährten für ein besseres Leben gelegt, wobei natürlich nicht jeder Profimusiker wird. Ein oberster Bundesrichter Venezuelas beispielsweise war ein Kind von der Straße. Er hat dieses System wie viele andere durchlaufen, die nach einem ganz anderen ersten Lebensabschnitt dadurch zu einem Leben gefunden haben, in welchem sie Wertschätzung und Lebensqualität erfahren. Tobias Klamor konnte sich umfassend kulturell und musikpädagogisch engagieren und sein Anliegen verfolgen, zu zeigen, was Musik gesellschaftlich bewirken kann. Es war in diesen Jahren harte Arbeit, doch der Dirigent betont immer wieder, wie er gelernt habe, Respekt vor Persönlichkeiten zu haben und wie sie sich Menschen weiterentwickeln können. Er hat durch die Arbeit mit den jungen Menschen, den zugehörigen Lebensgeschichten und Persönlichkeitsentwicklungen sein Leitmotiv erkannt. Die Kraft der Musik, das ist es.